Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich begrüße euch nach meinem 14-tägigen Urlaub, der jetzt schon fast wieder eine Woche um ist. Ja, da habe ich im Urlaub mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ihr habt ja wahrscheinlich den Titel schon gelesen, Herzensangelegenheit und Schminken. Ja, wie schminke ich mich mit so einer herrlichen Sonnenbräune aus dem Urlaub, dass man trotzdem ein bisschen das Ganze noch aufpeppt? Ja, und die Herzensangelegenheit, mit der möchte ich auch noch über euch sprechen. Es geht dabei um YouTube und natürlich um meine ganzen Abonnenten, die mir schon so lange so treu sind. Und aus dem Grunde fange ich einfach mal an. Ich habe jetzt von der Firma Lynia Naturkosmetik bereits mein Gesicht vorgepflegt. Lass das jetzt ein bisschen einziehen. Und da kann ich ja erst einmal über die Abonnenten sprechen, die schon seit dem letzten Jahr, als ich angefangen habe, hier auf YouTube, mir treu zur Seite stehen und mir viele schöne Kommentare schreiben und mit denen ich mich sogar über Instagram, die sich auch alle diejenigen, die sich getraut haben, ins Instagram zu kommen, mit denen ich sehr, sehr schönen Kontakt habe, weil man da ein bisschen privater umgeht. Vielen, vielen Dank an euch alle. Im Moment stagniert es ein wenig. Ja, YouTube hat ein bisschen sein Konzept verändert. Sie nehmen bei ganz Großen sogar, die im YouTube sind, sie nehmen die ganz kleinen Kanäle einfach raus. Man muss also ständig wieder bitten, wenn ihr reinkommt, schaut bitte nochmal nach, ob euer Kanal wirklich noch bei mir abonniert ist. Wenn nicht, drückt einfach wieder aufs Abo. Meistens entwickelt sich das dann. Ich merke das manchmal übers Wochenende, wenn von YouTube aus aufgeräumt wird. Dann verschwinden mal 3, 4, 5 und am Wochenanfang, wenn ich dann euch darauf aufmerksam mache, dann flupp, 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 seid ihr wieder da. Also, da weiß wahrscheinlich YouTube nicht so richtig, ja, ihr habt vielleicht selber keinen Kanal und seid nur reingegangen, um überall zu schauen und mal nachzugucken. Und wenn da dann selbst nichts drauf passiert, dann sieht ja vom Computer her nur, ist gar keinen Kanal, der irgendwie selber aktiv ist, und dann löschen die das. Also einfach immer wieder mal von Zeit zu Zeit schauen, ob ihr mich noch abonniert habt. Ja, dann geht es auch noch für diejenigen da, die eben neu dazu kommen, gilt das ganz genauso. Wenn ihr neu dazu kommt und Spaß an meinem Kanal habt, dann seid doch bitte so gut, schaut auch nach, ob ihr ihn abonniert habt und von Zeit zu Zeit auch, ob ihr auch abonniert bleibt. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Für die ganz neuen Abonnenten, die sich so langsam durch all meine ehemaligen Videos durchkämpfen, jetzt können wir schon mal ein bisschen weitermachen, ich nehme mal so ein bisschen Concealer, nämlich die Camouflage, und zwar von Essence, um mir so ein paar, ja, bisschen die Rötungen wegzunehmen. Packe ich einfach mal so ein bisschen auf die Nase und ein bisschen unter das Auge. Und ein bisschen mag ich immer hier den Lichtpunkt und ein bisschen mein rötliches Kinn. Ja, dann sprühe ich das ganze Schwämmchen einfach nur mit meinem Rosenwasser von Lynia an. Wer sich dafür interessiert, kann gerne unten dann in der Infobox nachschauen und über meinen Link reingehen. Dann erfahrt ihr alles erst einmal. Ja, es wird demnächst auch natürlich ein komplettes YouTube-Video zur Firma Lynia geben, weil ich teste es schon eine Weile. Aber jetzt komme ich vom Thema ab. Schön wäre für euch zu wissen, ich kriege natürlich immer wieder, wenn ihr noch Kommentare in meine Videos vom letzten Jahr reinschaut, dann kriege ich manchmal die Aufmerksamkeit oben bei mir ins Handy, dass jemand einen Kommentar geschrieben hat. Es ist aber auch oft so, wenn ich ihn nicht gleich sehe, verschwindet er wieder.
oder auch über Nacht beispielsweise verschwindet er dann. Und dann bleibt vielleicht eure Frage oder euer Kommentar vielleicht lange, lange Zeit. Ich habe jetzt gerade jemanden entdeckt, der hat vor 4 Monaten mir geschrieben. Und da ist mir das natürlich sehr unangenehm. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gehe ich nicht regelmäßig meine ganzen YouTube-Videos durch. Dann könnte ich keine mehr drehen, weil mir dann die Zeit fehlt. Es ist alles eh schon relativ zeitintensiv, aber ich freue mich natürlich. Und wenn ich mal so Muße habe, dann gehe ich auch in die ganz alten und dann gehe ich so langsam und systematisch da durch und schau mal. Wenn da natürlich in jedem Video 3 oder 4 neue hinzugekommen sind, die mir was geschrieben haben, auch dann ist es relativ schwer für mich, allen dann noch zu antworten. Also ich bitte, das ist meine Herzensangelegenheit, ich bitte diejenigen oder um Entschuldigung, wenn ich manchmal das dann nicht sehe und ihr dann vielleicht das Gefühl habt, gerade die Neuen, die reinkommen, naja, was ist denn das für eine? Allen anderen schreibt es aber mir nicht. Wenn die Zeit zu lange vergangen ist, dann ist es echt für mich schwierig. Ich nehme jetzt übrigens den Bronzer, den ich mir als zweites von Make-up-Coach bestellt habe. Ihr könnt auch, wenn ihr über Make-up-Coach was bestellt, könnt ihr natürlich auch gerne unten über meinen Link reingehen. Das ist der Golden Rose Mineral Bronze Powder Nummer 03. Ja, ich nehme ja sonst den Sonny, der ist hervorragend von Make-up-Coach, aber das hatte mich mal gereizt, gerade das mit diesen Farbunterschieden. Und wenn ich mir kein Make-up drauf mache, finde ich gerade den sehr schön. Der hat so eine Pudercreme-Konsistenz, also eher Puder, aber so ganz leicht. Und durch diese Schattierungen habe ich das Gefühl, ich unterstütze nur meine Bräune. Mehr muss ich ja nicht machen. Ihr seht ja, ich habe ein bisschen Concealer halt drauf gemacht. Und jetzt mache ich einfach nur ein bisschen von diesem Bronzer rauf. Und aus dem Grunde habe ich mir den ja auch noch mal bestellt, um ihn auszutesten. Und ich finde den gerade dafür richtig, richtig gut. Ja, und wo war ich stehen geblieben? Ja, und also bitte verzeiht mir, wenn ich das nicht mache. Wenn da jemand wirklich jetzt reinkommt und zu einem meiner ältesten Videos eine Frage hat, dann seid doch so gut und schaut mal, was gerade das Neueste ist. Das steht immer unten drunter, vielleicht eins, was gerade eine Woche ist. Und dann schreibt mal, hallo, ich habe eine Frage zu deinem Video von großer Oberweite oder Haare oder Wechseljahre. Dann schaue ich da natürlich rein. Aber ich kann das nicht. Das würde eine ganze Woche dauern, bis ich die ganzen Videos durchgegangen bin und die ganzen für mich dann, entschuldigt bitte, alte Fragen, für euch sind es neue, aber für mich alte Fragen dann auch noch zu beantworten. Und dann müsste ich ja sehen, wenn ich da eine Frage beantworte, dann ist es schon wieder schwierig, müsste ich ja schon den nächsten Tag wieder reingehen, ob ihr dazu noch mal was geschrieben habt. Ich hoffe, ich habe das nicht zu sehr kauderwelschig jetzt gesagt. Aber das ist, das würde mir sehr, sehr am Herzen liegen, wenn ihr mir das verzeiht, dass ich da wirklich nicht die Zeit finde. Ja, als Rouge nehme ich jetzt ganz einfach von Clorance und zwar die Farbe 03. Das ist Cheeky Rose. Sieht mal so schön. Ja, das ist mein teuerstes Rouge, was ich habe. Ansonsten habe ich Drogerieartikel. Das habe ich mir in Singapur auf dem Flughafen im Duty Free geleistet. Ja, andere Drogerieartikel tun es auch. Glow mache ich heute nicht. Ich finde, durch diesen Concealer hat man schon wie einen Sonnenschein-Effekt und durch den Bronzer und dann das Rouge, schaut mal her, sieht es aus, als ob die Sonne verschieden auf mein Gesicht scheint. Und aus dem Grunde mache ich jetzt nicht noch ein Glow drauf. Ja, ich nehme von L'Oréal die Paradise Pomade.
Augenbrauenpomade in einem Braunton. Da ist so ein angeschrägter Pinsel drin, das geht immer ganz gut. Ich glaube, ich muss demnächst meine Augenbrauen nachfärben. Für alle Neuen, die da sind, ich habe keine Augenbrauen. Ich habe sie mir vor 2 Jahren stechen lassen und jetzt färbe ich sie immer nach. Eigentlich müsste ich zum Nachstechen gehen lassen, aber ich weiß nicht, so lange wie Corona war und ist, ich weiß nicht, ob ich schon bereit bin, jemanden so dicht an mein Gesicht zu lassen. Ich bin selber zwar durchgeimpft, nun gibt es ja wieder einen neuen, den sogenannten Delta-Mutanten. Jetzt muss man erstmal abwarten. Und ich mache das jetzt so, dadurch, dass das ein Tattoo ist, habe ich ganz tolle Tattoo-Augenbrauenfarbe. Und die mache ich mir dann nach und dann sieht es wieder eine Weile gut aus. Aber trotzdem muss ich sie jetzt natürlich mit der Pomade machen. Ja, also ich hoffe, das war eine so dringende Herzensangelegenheit von mir, mich dafür, ja, man sagt ja immer, ach, nicht dafür zu entschuldigen, aber einfach nur mal zum Verständnis, weil ich auch nicht will, dass dann jemand irgendwo das dann sieht und sagt, ja, also weißt du, die hat alle anderen beantwortet und meinen Kommentar beantwortet sie nicht und dann gehe ich wieder raus. Nein, es ist wirklich auch viel Arbeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich angefangen habe vor einem Jahr, habe ich immer gedacht, ach, das macht mir Freude, was es nach wie vor macht. Es macht Spaß, was es nach wie vor macht und ach, das bisschen kann ich auch. Und das bisschen, das stimmt nicht. Es ist wunderschön, so lange wie ich jetzt hier drehe und wie ich mit euch rede und dieses ganze Video zu machen, ist ganz toll und ganz schön. Aber die Vorarbeit, alles herzuräumen, sich die Gedanken zu machen, sodass man auch hier sitzen bleiben kann und nicht sagen kann, oh, ich muss mal schnell ins Bad, ich muss noch das machen und ich muss noch das machen. Die Vorarbeit und ganz, ganz schlimm ist die Nacharbeit. Nämlich, man muss alles wieder wegräumen, alles wieder aufräumen, alles wieder sauber wischen, die Pinsel wieder waschen und dann muss man aber auch noch das Video bearbeiten. Das heißt, es wird heruntergeladen auf den Rechner. Dann wird es auf ein Programm geladen. Jeder hat da sein eigenes Programm. Dann muss man schauen, ob man was schneidet, ob man was einarbeitet, ob man Musik unterlegt. Das mache ich alles nicht, weil ich finde, also ich persönlich finde so klare Videos, wo jemand reingeht und sagt, ja, ich höre dir gerne beim Quatschen zu. Deswegen werden meine Videos auch leider immer sehr lang. Jetzt will ich mal zwischendurch weitermachen. Ich habe mal ein altes Schätzchen rausgekramt und zwar The Rock Nudes von Maybelline. Der da so einen Krach macht hinter mir, das ist mein Held draußen. Der weiß ich auch nicht. Ich habe ihm gesagt, ich drehe jetzt ein Video. Ich kann die Tür nicht zumachen und ich weiß nicht, was er da macht. Also irgendwie bolzt er da draußen rum. Ich weiß nicht, ob er mir zeigen will, dass er Hausmann ist. Und auch das erlebt ihr bei mir mit. Aber es ist egal. Wahrscheinlich kommt er auch noch gleich ins Bild gesprungen und sagt, ich mache nichts und er muss alles machen. Aber trotzdem kann man das auch leise machen. Ja, ich habe also The Rock Nudes von Maybelline. Ja, knallen auch die Türen. Der hört gar nichts. Der arbeitet wie ein Müllmann. Hallo, mein lieber Held. Ja? Du störst mein gesamtes Video. Warum? Ja, weil du da draußen rumbolzt, als ob du die Wohnung renovierst. Lass so. Wenn die hier den ganzen Tag nur an dem Ding hängt, dann muss ja irgendeiner hier die Bude sauber machen. Und das bin ich. Klar? Tschüss. So, für die ganz Neuen, jetzt habt ihr auch meinen Held kennengelernt. Und für die, die meinen Helden schon lange kennen, ihr wisst es. Und jetzt bitte leiser. So, ja, ich fange mal an. Und zwar möchte ich heute mal so ein bisschen mein bewegliches Lied ziemlich hell machen. Das heißt, ich
nehme diese helle Farbe davon und mache erst einmal das bewegliche Lid angenehm hell. Streife das so schön über, weil ich finde, gerade helle, bewegliche Lider öffnen unsere Augen. Und natürlich kann man auch alles mal dunkel machen, aber das ist natürlich bei der Bräune gut. Nur noch die Kaffeemaschine und dann ist Ruhe. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, also, um jetzt weiter zu sagen, bei mir seht ihr die nicht ganz perfekten Videos, weil das ist mein Leben. Ich bin so authentisch und auch das habe ich mir vor einem Jahr vorgenommen. Weil eigentlich hatte ich mehr als Angst, oh Gott, wenn ich so viele perfekte Videos gesehen habe. So, seht ihr, ich mache das auch noch hier rüber. Dann habe ich mal gedacht, oh, das kriegst du nicht hin. Meine ersten Videos habe ich, da habe ich fünfmal angefangen, mich fünfmal wieder abgeschminkt, weil irgendetwas war. Und heute sage ich mir, das ist mein Leben. Und ich finde gerade nicht Perfektes, finde ich sehr viel besser. Ich würde es mal gut finden, wenn sich eine von diesen perfekten, tollen, großen Kanälen, wenn man mal im Video sehen würde, dass die einen Sprachfehler hat oder Wortfindungsstörung oder dass die vielleicht mal sich verschmiert oder den Lippenstift mit dem mal abrutscht oder der mal abbricht. Nein, das wird natürlich alles herausgeschnitten, damit es aussieht wie ein perfektes, tolles Werbevideo. Das will ich auch nicht. Und das will ich auch, werde ich auch nie machen. So, von dieser hellen Farbe gehe ich ruhig so ein bisschen in die Augenwinkel hier noch mit rein, aber auch so. So, und jetzt habe ich das schön hell gemacht. Ja, und natürlich gibt es auch immer Abonnenten, die eine ganze Weile bei mir sind und dann irgendwann sagen, ach, ich habe einen anderen Kanal entdeckt. Es gibt ja Hunderttausende davon. So, jetzt nehme ich einen Verblendepinsel und werde oben verblenden mit diesem Blauton. Bisschen abklopfen, immer dran denken. Ich fange dann hier an, nicht zu weit nach außen gehen, damit das Auge jetzt nicht diesen heruntergezogenen Eindruck bekommt. Ja, und aus dem Grunde hoffe ich natürlich immer inständig, dass es viele gibt, die als Abonnenten, die gerade das jetzt wieder mal schön finden, nicht perfekt zu sein. Weil kein Mensch ist perfekt. Wir haben alle unsere Ecken, Kanten, Macken. Und ja, gut, wenn eine Kim Kardashian natürlich das Video macht mit ihren sogenannten Angestellten, dann die Klappe die 15., die Klappe die 16., dann ist es so. Aber ich finde, wir normallos, wir sollten doch auch bitte schön normal bleiben und damit auch vielleicht mal die Angst denjenigen nehmen, die vielleicht sagen, oh, das würde mir auch Spaß machen, aber ich traue mich nicht, weil so perfekt wie die aussieht oder wie die aussieht oder wie die das macht, das kann ich nicht. Und aus dem Grunde gibt es bei mir Perfektionismus nicht, sondern das wahre Leben. Und zwar das, was mich ausmacht und so wie ich bin. So, ich habe also wirklich nur diesen Blauschein so ein bisschen rüber gemacht. Sieht fast grau aus, ist aber so, wenn ihr jetzt seht, zu meinem dunkelblauen T-Shirt ist es schon eine schöne Farbe, obwohl ich sonst gar nichts weiter auf dem Gesicht habe, außer meine Bräune. Jo, gefällt mir auch schon sehr, sehr gut. Dann habe ich von Maybelline mir jetzt gerade einen Cool Kajal gekauft in Azur, glaube ich, ja, die 002. Und den mache ich natürlich auf die Wasserlinie, damit es unten auch diesen Schein hat. Den muss man immer so ein bisschen erst anschubsen. Ist immer, wenn er neu ist.
Ja, das finde ich reicht schon. Und ich nehme von Rival de Loop Maximum Eyelashes Mascara und zwar auch in der Farbe 02 Blue. Ist ein schönes kleines Bürstchen. Da muss man nun natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass man jetzt nichts oben antippt, denn wenn man so ein helles Lid hat, dann passiert das ganz schnell. Also nehmt euch bitte fürs Wimpern tuschen immer die Zeit. Übrigens, wer von euch jetzt das nächste Video sich anguckt, wird sehen, warum ich gerade das zuerst bringe und das nächste als zweites, weil ich wollte mich natürlich erst schminken und dazu passte meine Herzensangelegenheit an euch und an den neuen und an jeden, der meinen Kanal liebt. Und ein Dankeschön natürlich von mir. Übrigens gibt es, wenn immer wieder 500 neue dazugekommen sind, gibt es bei mir immer eine gute Verlosung. Ein riesengroßes Päckchen wartet dann. Aber im Moment stagniert es und man muss aufpassen, seine Abonnenten nicht zu verlieren. Deswegen auch mal einfach ein Dankeschön, eine Herzensangelegenheit und ein bisschen plaudern mit euch. Und vielleicht auch eine kleine Bitte, mich ruhig immer weiter zu empfehlen, der Freundin, der Schwiegermutter, der Oma, der Tante, der Schwester. Also, bei mir wird es nicht langweilig. Auf der anderen Seite ist mir es aber auch ganz wichtig, ach ja, warum? Ja, weil ich als nächstes dann gleich mein Sonnenschutzprogramm bringen will und da möchte ich natürlich vor der Kamera nicht ungeschminkt sein. Ihr wolltet es mal wissen. Wie ist es denn? Was mache ich, bevor ich in die Sonne gehe? Was mache ich danach? Und das werde ich euch dann richtig schön erklären, was ich für ein Sonnenschutzprogramm und ein After-Sun-Programm habe. Und aus dem Grunde bin ich natürlich ganz, ganz, ganz gerne bereit gewesen, dieses Video jetzt zu machen. Ja, ich wollte noch sagen, nicht ein heilloses Durcheinander jetzt hier bringen. Ich wollte natürlich auch noch euch, was wollte ich sagen, euch noch sagen, für alle, die neu kommen und auch für die, die sich bisher noch immer nicht getraut haben. Ich bin ja unter dem gleichen Namen auch bei Instagram und wenn ihr dort reingeht, dann könnt ihr mein Tagebuch sehen in Form von der Story. Ihr könnt kleine Kochvideos von mir gucken. Das nennt sich Ratzfatz Essen. Da gibt es so direkt vom Instagram, heißt IGTV, also IGTV. Gibt es kleine Filme von knapp 15 Minuten. Da stelle ich immer mal entweder meine Pinkbox vor oder ein kleines Tages-Make-up oder einen neuen Nagellack und unter anderem eben auch kleine Ratzfatz-Gerichte. Dann könnt ihr mir persönlichere Nachrichten schreiben, was auch sehr, sehr schön ist und ich auch mit euch persönlicher kommunizieren als hier über die Kommentare. Also traut euch ruhig und kommt auch mal ins Instagram. Es ist ein bisschen ein Neuland, aber das macht auch Spaß. Nehmt euch nur im Instagram in Acht. Gibt es im Instagram ganz viele Fake-Accounts. Und insbesondere, wenn ihr attraktive Frauen seid, und das sind wir ja nun mal alle vom Bild her, denn wir würden uns kein Bild im Kartoffelsack und weiß ich nicht, zerzausten Haaren und verschmierten Make-up da rein machen, dann achtet darauf, diese ganzen Kerle, Scheiche, Könige, Abdul, Armin, Jakob und weiß ich was. Das sind die alle gar nicht auf den Bildern. Die muss man blockieren auf Instagram. Zack, blockieren, wegmachen.
Weil das sind irgendwelche Fake-Accounts, wo dann zum Schluss rauskommt, ja, also mein Sohn hat und eine Krankheit und braucht 1000 Euro und bla bla bla. Also die wegmachen, aber ansonsten braucht man im Instagram keine Angst haben. Passiert nichts, man kann nur privater miteinander umgehen. So, jetzt habe ich noch von Maybelline die 540. Hollywood Red. Bisschen aufgepimpt die Lippen, ne? Das, was ihr jetzt hört, ist das Webinar. Aber ich glaube, das hört ihr gar nicht so schlimm, ne? Ja, es ist nun mal so. Wir haben keine große Wohnung. Wir müssen uns auch ein bisschen miteinander arrangieren. Und insofern müssen wir auch lernen, miteinander hier umzugehen. So, und dann habe ich noch von Avon. Ich weiß nicht, nehme ich den? Ja, die nehme ich, und zwar von Avon die Farbe Femme. Ich mache es ganz gerne, dass ich die Kontur ein bisschen dunkler setze und aber den Lippenstift ein bisschen heller und jo, bisschen meine Haare. Heute hinter die Ohren und fertig ist mein Make-up. Wir sehen uns an gleicher Stelle. Nächste Woche dann wieder. Von mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein Video. Also ich habe mich auf zwei Videos soweit beschränkt. Bei mir gibt es schöne Challenges mit anderen YouTuberinnen, die Spaß machen. Das ist auch immer ganz schön. Und auch wir haben ein Kleeblatt, was wir zusammen machen. Wir arbeiten immer mal auch zusammen, weil wir zeigen wollen, dass es auch geht, dass man keine Konkurrenz ist, sondern dass man miteinander euch ein bisschen unterhält, was ich auch sehr schön finde. Und ja, wie gesagt, wenn jetzt, ich weiß gar nicht, auf wie viel ich bin, ich glaube auf 1642 oder so. Ja, auf 1700. Ja, auf 1700 wäre dann wieder ein Gewinnspiel. 500 ist immer recht schwierig. Bisher ging alles relativ schnell. Aber jetzt ist Corona so ein bisschen am Abklingen. Es ist die Reisezeit, es ist die Ferienzeit, es ist, die Leute wollen einfach auch wieder mal raus, die wollen wieder essen gehen. Also ich kann das alles sehr gut verstehen, dass es sich vielleicht bis zum Herbst hinzieht. Und ich mache trotzdem weiter, weil ich auch sehe, dass in meinen alten Videos noch geguckt wird. Und ich freue mich über jeden neuen Abonnenten, und das kann sein von, weiß ich nicht, zwischen 30 und 80, weil auch ich komme da mal hin. Ich bin ja gerade noch U70, wobei ich mich immer noch Ü60 nenne. Aber auch da muss ich irgendwann demnächst mal mich umändern. Aber das hat noch ein, zwei, drei Jahre Zeit. So. Ich hoffe, das Schminki gefällt euch. Mir gefällt es. Mir reicht es nach schöner Urlaubssonnenbräune. Und jetzt erzähle ich euch dann im nächsten Video, wie ich mich darauf vorbereite und wie ich vielleicht so eine schöne Farbe bekomme als eigentlich Weißling. So, also abonniert bitte meinen Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, ob meine Herzensangelegenheit irgendwie bei euch Ohr gefunden hat. Ja, schreibt mir, ob ihr das Schminki, ob euch das gut gefällt. Und ja, schreibt mir einfach, ob euch mein Kanal gefällt. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, einen wunderschönen Tag und viel Sonnenschein. Und dass wir das große C bald alle vergessen können. So, bis zum nächsten Mal, sage ich. Tschüss, eure Farbenfroh 60 plus.